Hallo zusammen, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich bin Stefan Peschel, Schulleiter an der katholischen Grundschule St. Marien hier in Schwelm in der Jahnstraße. Ich habe mir für heute gedacht, ich nehme Sie einfach mal mit in unser schönes Schulgebäude. Haben Sie Lust? Ja, dann kommen Sie mal mit. Das ist der Blick aufs Schulgebäude vom Schulhof aus. Und das ist der Schulhof selbst, auf dem sich sonst unsere 190 Mädchen und Jungen tummeln in den Pausen. Und das ist der Eingang. Direkt hinterm Eingang unser Lebensbaum, in der Mitte unser Leitmotto, miteinander leben und lernen, und drumherum die verschiedenen Leitgedanken und auch christlichen Werte natürlich, vor allem wie Glaube, Zuversicht, Nächstenliebe, Hoffnung und Gemeinschaft. Das ist der Klassenraum der 4b und da sehen Sie schon, da ist mal gerade gar nichts mit Gemeinschaft. 7 Wochen lang Stille, 7 Wochen lang Leere, wie im gesamten Schulgebäude. Kein Kinderlachen oder dergleichen. Und ab dieser Woche sollen hier wieder die Viertklässler unterrichtet werden. Nicht wie üblicherweise an Gruppentischen, sondern in Sitzreihen, damit eben der Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden kann. Und auch natürlich andere Hygienevorschriften müssen beachtet werden. Das ist ein Blick in unseren schönen Garten. Den haben wir ja im letzten Jahr mit den BDKJ-Jugendverbänden, mit der Kolping-Jugend, mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern, den Messdienern und vielen Schulkindern zusammen neu gestaltet. Im Rahmen der 72-Stunden-Aktion eine ganz tolle Aktion, an die wir alle gerne zurückdenken. Ja, Sie merken schon, Gemeinschaft ist ein großes Thema bei uns, ist ein großes Anliegen und das ist natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten alles sehr, sehr schwierig. Natürlich sind die Lehrkräfte mit unseren Schülerinnen und Schülern in Kontakt, versorgen sie mit Materialien, schreiben oder videokonferieren auch mit ihnen, aber es ist natürlich nicht so, wie es üblicherweise bei uns läuft. Deshalb haben wir uns gedacht, wir gestalten diesen schönen Regenbogen als Zeichen der Verbundenheit, die wir mit den Kindern haben. Und ja, dazu muss man wissen, dass wir schon seit vielen Jahren immer wieder, wenn wir uns in der Aula oben treffen, alle zusammen, das Lied von Detlef Fürker singen, Regenbogen, buntes Licht, und damit die Verbundenheit, die Vielfalt und das Zusammengehörigkeitsgefühl unserer Schule betonen. Alle Kinder oder fast alle Kinder sind hier verewigt. Und mit diesem schönen Bild vom Regenbogen möchte ich mich gerne von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, halten Sie Abstand, aber halten Sie zusammen. Ihr Stefan Peschel.